Guten Morgen, Kev. Ich hab verschlafen. Du hast auch verschlafen? Du hast auch verschlafen? Ich hab dir doch gerade geschrieben, mein Wecker sollte um 8:30 klingeln, der hat jetzt oder so. Und ich bin vor 5 Minuten wach geworden, deswegen habe ich so hektisch überall geschrieben. Ah, Wecker nicht geklingelt. Okay. Ich setze mir meine Käppi auf und trinke nebenbei einen Kaffee, aber ansonsten bin ich schon ready und bin auch für dich, also. Wenn du mir noch 20 Minuten gibst, ich dusche kurz, trinke auch noch einen Kaffee, bin ich auch fertig. Mein lieben Jorges, ihr habt wohl gemerkt, ich habe ein bisschen verschlafen. Das ist heute einfach so mal ein random Vlog hier aus unserer neuen Wohnung. Ich sitze mit Kathi. Hallo. Danke, dass du mir den Kaffee gemacht hast. Und ich muss jetzt aber beeilen, denn gleich muss ich direkt schon zu Kev in die Aufnahme. Wir nehmen GTA 4 Stunden lang auf. Nee, vor allem musst du den Trockner aufbauen. Den Trockner aufbauen? Aufbauen hoffentlich nicht. Wir müssen noch einen Trockner, irgendwie so ein Band darum schnüren. Das machen wir nochmal schnell. Also der Trockner steht ja eigentlich schon drauf. Wir müssen eigentlich nur noch das Ding hier irgendwie festmachen. Ist fest? Hoffe ich. Haben wir es geschafft? Wenn es auf dem Boden liegt. Ja, doch, das funktioniert. Waschmaschine, Trockner, alles läuft. Und ich muss jetzt zur Aufnahme mit Kev. So, ich bin bei der Aufnahme, Leute, hier. Guten Morgen, seid ihr alle bereit? Ja. Wir spielen heute zusammen mit dem Kev, mit dem Loser Deko und dem Loser Mabossa. Und das heute zum ersten Mal. Und ich bin mal gespannt, was wir heute so machen. Kev hat gesagt, dass ihr beide, dass ihr sehr viel rumschreit und sehr viel, oder nicht rumschreit, hat er nicht gesagt, dass ihr böse Wörter benutzt. Stimmt das? Das stimmt auf gar keinen Fall. Das stimmt nicht. Kev hat gesagt, dass wir cool sind. Zeig deinen WhatsApp-Verlauf. Ja, okay, du hast mir gesagt, die sind cool, aber du hast auch gesagt, die benutzen böse Wörter. Deswegen bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher hier. Aber okay, wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal, ich glaube, so 2,5 Stunden GTA auf. Los geht's. Nee, das ist der. Nee. Technische Probleme, musste der ADAC anrufen. Ja, wir hatten das gelbe Auto von euch. Ja, ich bin schon weg. Ha! Ich hab dich sowas von erwischt! Frisch geduscht, Aufnahme abgeschlossen. Ich glaube, wir haben so 3-4 Stunden ungefähr jetzt gerade eben noch GTA aufgenommen. Und weil ich es davon nicht geschafft habe, jetzt gerade mal geduscht, eine Kleinigkeit gegessen. Und auf geht's schon zum nächsten Termin. Ich sitze hier gerade auf diesen schönen rosa, nicht rosa ist es ja nicht hier, das erzähle ich ja, so ein lila Plüsch, das wir uns hier in die Ecke hingestellt haben am Eingang, wo noch die Longboards hängen und so weiter. Die volle Roomtour seht ihr aber, denn wenn hier alles fertig ist, weil wenn ich in die andere Richtung schwenke, ja, die sind noch ein bisschen Paket und so weiter, aber so in 1-2 Wochen sind wir dann fertig. Ich bringe auch gerade ein bisschen Müll runter, wenn ihr seht. Da, Müll wird runtergebracht. Und falls ihr wundert, warum Kathi hier gerade immer noch da ist, die sitzt normalerweise hier nicht zu Hause, sondern ist natürlich arbeiten. Aber das Coole ist, dass wir es manchmal verbinden können, weil Kathi eben auch zum Beispiel mit Leuten wie mir zusammenarbeitet und wir heute dann einen Termin gemeinsam haben. Und was wir da so machen, das seht ihr gleich. Jetzt fangen wir da erstmal hin. Angeblich, Leute, ist hier ein Studio. Das kann er sein. Ich weiß nicht. Der Bus ist da, damit können wir fahren. Es sind noch mehr Busse. Das heißt, hier ist nur für den Dreh in dem Gebäude jetzt so ein kleines Studio praktisch aufgebaut. Blue Box. Okay. Das heißt, hier ist also anscheinend wirklich eigentlich gar kein Studio drin. Und nur für den Dreh jetzt eigentlich so ein Busdepot oder keine Ahnung, was hier sonst alles ist. Aber jetzt ist hier ein kleiner Dreh für uns. Aha. Hallo. Hi, Felix. Hallo. Hi. Wie kommt man dazu, hier zu drehen? Ein Kumpel von mir dort in sein Lager. Und er hat dann gesagt, der Dachboden, der ist hier eh frei. Können wir doch
So, da vorne stelle ich mich jetzt gleich hin, dann habe ich hier so eine kleine Szene, wo ich was einspreche. Das Ganze könnt ihr dann später auch sehen, wahrscheinlich so ungefähr in einer Woche. Auf Facebook sogar, mache ich ein Facebook-Video, krass. Ja, und jetzt warten alle auf mich, ne? Dann gehe ich da mal schnell hin. Vielleicht sehen wir uns ja mal heute. Ja, gerne. Dreh ist abgeschlossen. Jetzt geht's hier einmal in den Baumarkt. Okay, wir sind jetzt hier im Baumarkt und eigentlich hatten wir so zwei, drei Dinge, die wir uns halt unbedingt holen wollten. Einmal für so eine Lampe, so einen kleinen Zwischenring, den haben wir jetzt auch schon, fürs Bad, so einen kleinen Haken für Handtücher. Haben wir jetzt auch. Ich glaube, wir wollten auch vielleicht Kieselsteine holen, um so für so Pflanzen, um die so zu beschweren, im Topf. Aber wenn man mit Karte in den Baumarkt geht, dann gibt es anscheinend überall auf einmal Sachen, die man irgendwie kaufen muss. Jetzt sind Pflanzen dabei, da hinten irgendwelche Leuchten, alles ist dabei. Wir hängen also ein bisschen fest, aber gut, im Ende wird die Wohnung dann ja auch ein bisschen schöner noch. Schauen wir uns das Ganze an. Ihr habt ja gesehen, am Anfang ist alles total durcheinander bei uns. Nicht total, wir haben es jetzt geschafft, alle Möbel komplett fertig aufzubauen. Aber Müll ist noch ein bisschen was da, bringen wir jetzt so nach und nach weg. Und da ist so ein bisschen Deko. Und ich schätze dann mal in so vielleicht eine Woche oder anderthalb Wochen oder zwei Wochen gibt es dann auch mal eine richtig ordentliche lange Roomtour für euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Okay, letzte Station außerhalb für heute. Einfach einkaufen. Einkaufen ist gar nicht so leicht. Man bekommt immer wieder neue Sachen, die man unbedingt machen möchte. Und jetzt haben wir irgendwie was gefunden, wo man so sich so ein... Das ist wie ein Frappuccino dann eigentlich, ne? Ich glaube, das ist noch... Oder wie so ein Shake oder so. Auf jeden Fall, weil der Quark kommt ja auch noch rein. Das heißt, Quark müssen wir jetzt auch noch kaufen. Wir haben vor, so eine am Wochenende Klöße zu machen. Ja. Das ist richtiger Quark. Das ist aber kein Magerquark. Das ist Magerquark. Ja, siehst du? Ich kenne mich aus. Das sind nämlich die Klöße. Wie bereitet man die zu? Die kommen einfach in so ein Sieb. Ja, die muss man nur so ein bisschen dampfen. Dann dampfen und dann Vanillesoße drauf, Vanillesoße, dann... Erdbeersoße und Zimt. Frische Erdbeeren ja wohl. Nee, Erdbeersoße. Frische Erdbeeren. Ich glaube mir Erdbeersoße. Nee, ich hole Erdbeeren. Nein. Doch. Nein. Leute, ich liebe nämlich einfach Erdbeeren, aber ich hasse diesen künstlichen Erdbeergeschmack. Und deswegen brauche ich zumindest richtige Erdbeeren. Ja, die schneide ich auch selber. Für mich aber auch mal mit. Ja, vielleicht. Okay, dann sind wir jetzt zu Hause, wie ihr sehen könnt, und wir müssen heute Abend hier alles mögliche an Möbeln einräumen, Zeug reinpacken und so weiter. Unter anderem hier zum Einräumen und so weiter gehört auf jeden Fall auch dazu, dass wir hier die ganzen Konsolen, die wir haben, zusammenschließen. Und sowohl Katja als auch ich haben ein paar Konsolen mitgebracht. Hier zum Beispiel steht schon eine Xbox 360, nee, eine Xbox One ist das, eine PS4 ist dabei, eine Wii U haben wir. Wir haben auch noch eine PS4, weil wir beide eine hatten. Die eine kommt aber dann bei mir ins Aufnahmezimmer, dass ich da auch eine habe. Und dann damit soll zum Beispiel Formel 1 bald wieder aufgenommen werden. Mit den Pizmies, das kommt aber alles auch später. Ein Super Nintendo haben wir da, Nintendo 64 mit Mario Kart. Leute, das ist schon hier oben. Mit Controllern und Mario Kart, da freue ich mich besonders drauf, das hier wieder zu spielen. Denn das Ding hier ist abhanden gekommen, das haben wir jetzt irgendwie gebraucht, neu gekauft. So eine alte Mario Kart Nintendo 64 Ding. Aber jetzt zeige ich euch alles nochmal genauer, wenn die Roomtour hier ansteht. Wie gesagt, habe ich glaube ich schon in diesem Video schon mal irgendwann gesagt. In ein, zwei Wochen ist das höchstwahrscheinlich soweit, wenn wir hier alles fertig haben. Heute Abend vor allem und vielleicht noch morgen ein bisschen müssen wir auf jeden Fall ordentlichst aufräumen. Und eigentlich muss ich auch noch Videos schneiden, aber wahrscheinlich muss ich das auf morgen irgendwie verschieben. Kriege ich aber irgendwie alles hin. Im Moment muss halt sehr viel Zeit in die Wohnung investiert werden, aber es wird dann am Ende, hoffe ich, alles schön. Auch wenn es noch vor allem hier tausende Kabel sind hier und Spiele, die ja alle irgendwie noch verwahrt werden müssen. Das habe ich heute so zu tun. Ich hoffe, das war mal ganz interessant, irgendwie für euch mal einen kleinen Einblick in so einen momentanen Tagesablauf zu bekommen, hier mit dem ganzen Umzugszeug, so einer unfertigen Wohnung und trotzdem irgendwelche Termine und die ganz regulären Aufnahmen und so weiter und so fort. Wenn euch das so gefällt, dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare oder wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, dann drückt einfach den Daumen nach oben. Dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie häufiger machen kann, einfach so mal einen random Tagesablauf, auch wenn irgendwie nichts besonders krasses passiert oder so, euch einfach mal mitzunehmen, was so alles passiert. Ich habe Lust, mal wieder ein ordentliches Fraggehen und so weiter zu machen. Aber das mache ich lieber, wenn der Umzug hier halt abgeschlossen ist.
und ich wieder ein bisschen mehr Zeit für alles habe. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. Ich habe auch eine neue Kamera ausprobiert heute. Vielleicht war die ja ganz cool. Da wäre auch cool, wenn ihr irgendwie Feedback dazu in die Kommentare mir schreibt, ob das irgendwie passt oder nicht. Die ist relativ klein, deswegen kann ich die sehr gut überall hin mitnehmen. Aber natürlich ist die Qualität nicht ganz so gut wie die von der großen Kamera. Aber es ist vielleicht auch ein netter Kompromiss für zwischendurch. Ich schätze mal, die große Kamera werde ich halt jetzt nicht immer benutzen, aber wann immer es eben geht. Und wenn ich mal nur was Kleines mitnehmen kann, dann eben zum Beispiel die Kamera hier. Oder ich probiere halt noch ein bisschen weiter rum, was irgendwie ideal für mich ist. So, jetzt will ich aber nicht irgendwie ewig weiterreden. Das war's von mir für heute, für diesen Vlog. Wenn er euch gefallen hat, drückt nach oben und wir sehen uns sehr bald wieder. Entweder zur Roomtour oder zu noch einem weiteren anderen Vlog. Macht's gut.